überlege ich hier eigentlich schon wieder? Es ist immer wieder dasselbe. Man ist halt selbst auch schon so versaut, dass man ja keinen Schritt mehr tun kann aus dem Bauch heraus, sondern immer erstmal nachdenkt, ist das denn noch gut, den Schritt nach vorne, zur Seite oder lieber stehen bleiben? Ja, ich geht nämlich hier alles schon wieder nicht mit der Posterei hier. Machen wir wieder den, falls ich glaube, das war besser zu erkennen, denn Miriam sagt, ich soll lieber nicht so viel quatschen und wenn ich jetzt auf Kundenwünsche eingehe, zu was mich das denn machen würde. Also ich nutte. Aber ich nehme mir halt kein Geld, von daher wäre ich ja dann doch wieder eher eine Hure oder so ähnlich. Aber pach, da müssen wir vielleicht mal klarstellen. Oder das ist der Grund, weshalb ich hier gleich wieder spontan auf die Taste geschlagen habe. Erstmal gutes Beispiel, ich sage allen das recht machen. War mir noch nie vergönnt und ist auch definitiv nicht mehr mein Anspruch. Ansonsten wäre euch doch hoffentlich klar, hätte ich hier ja nicht erst angefangen, weil ich meine, die Leute, die es allen recht machen wollen, die halten immer schön die Schnauze jeden Montags ordentlich zur Arbeit und zahlen am Monatsende immer pünktlich ihre Steuern. Hm? Das sind die Leute, die nämlich das allen recht machen wollen. Mir ist das inzwischen also ja schon lange scheißegal, was die Nachbarn oder sonst irgendwelche Leute von mir denken. Weil das hat nämlich auch was mit einer Unabhängigkeit zu tun. Das kann man sich ja nur leisten, wenn man eben von den ganzen Leuten auch unabhängig ist. Gell? Insofern kann ich nur jedem empfehlen, nach maximaler Unabhängigkeit zu streben, wie auch, was heute Morgen angesprochen wurde, mein Aufenthalt hier auf den Azoren. Ob ich denn keine Angst habe, schon ein Schlauchboot aufgepumpt habe, ein Rettungsboot, wenn es denn jetzt losgeht. Ich sage, sag mal, vor was habt ihr denn Angst? Also, wenn hier tektonische Plattenverschiebungen stattfinden, wenn wir weltweit alle große Probleme haben, also da wird denn die Zivilisation erstmal kurzfristig ganz zusammenbrechen. Wenn die ganzen Vulkane hier wieder losgehen, da hatte ich ja schon mal drüber doziert, dann würde ich gerne gleich oben drauf sitzen und hochgeschossen werden und nicht lange das Elend, die Staubwolke darunter husten müssen. Das ist quasi planende Berechnung. Aber ansonsten sind wir hier für jegliches Szenario eigentlich derartig gut. Vorbereitet kann man nicht sagen. Wir hinken der zivilisatorischen Entwicklung so weit hinterher, dass wir eigentlich noch problemlos, wenn sie uns den Strom abschalten. Ich meine, ich habe hier Leute kennengelernt, die leben alternativ. Also noch von Alters her haben die keinen Strom, keinen Wasseranschluss, kein Geld und kein Auto und kein gar nichts. Die haben ihren Acker, ihren Esel und ihre Nachbarn und die ziehen irgendwann ein paar Rüben aus dem Boden, die sie mit dem Nachbarn teilen. Dann zieht der wieder ein paar Kartoffeln aus dem Boden, die er mit dem Nachbarn teilt. Dann schlachtet irgendjemand ein Schwein und weiß, wie man Wurst ausmacht und Schinken. Ob ihr kocht oder ihr räuchert, völlig egal. Das können die hier alle noch. Das heißt, wenn sie uns das Licht ausmachen, dann können wir die Leute fragen, wie das einfache Leben geht. Das heißt, ich kann mir das heute schon angucken, wie das einfache Leben geht. Und die Leute, die haben hier die ersten 350 Jahre der Besiedelung ohne irgendwelche Unterstützung überleben können. So sind die Azoren im Prinzip mal besiedelt worden. Dass man einfach einen Haufen Gefangene hierher gebracht hat und die ausgesetzt hat und gekickt hat, ob sie den Winter überleben. Nächstes Jahr sind sie dann wieder hingefahren, kicken, ob die noch da sind. Und da hat man gesehen, dass die sich gut entwickeln und dann haben sich immer mehr Leute hier angesiedelt. Aber der erste Test, ob hier Überlebensbedingungen auf diesen Inseln herrschen, haben sie mit Versuchskaninchen quasi ausprobiert. Ja, und ihr seht ja, bis heute sind die Inseln besiedelt, auch die allerletzte, kleinste. Und die Leute kommen da irgendwie über die Runden. Ich meine, im Winter sind wir immer noch wochenlang teilweise abgeschnitten von der Welt.
Da kann manchmal kein Schiff auf Corvo anlanden und auch kein Flugzeug. Und dann müssen die da eben mit sich selbst klarkommen und mit ihren Vorräten oder ihren eigenen Käse fressen. Oder eben ein paar Fische fangen, wenn nichts mehr da ist. Notfalls müssen sie Vögel vom Himmel schießen. Aber das ging hier 400 Jahre lang, ging das hier. Warum soll das nicht jetzt noch auch weiterhin funktionieren? In Berlin, wenn da der Supermarkt zumacht, na, da sehe ich schwarz. Also da, glaube ich, werden die Masse der Leute erhebliche Probleme bereiten. Auch denn abzuhauen, weil das wird ja nicht langfristig vorher angekündigt, dass sie sagen, nächsten Mittwoch schließen die Supermärkte. Nee, das ist ja denn ganz plötzlich. Bank zu, Automat kaputt, Tankstelle hoch zu, Straße voll. Ja, da kommst du nicht mehr weg. Deshalb habe ich mich halt schon mal bei Zeiten auf den Weg gemacht, um vor der ganzen Flüchtlingswelle herzusurfen quasi. Beziehungsweise auch hier mir einen schönen Lenz zu machen. Weil die Welt noch zu retten, hatte ich ja eigentlich schon damals auf jeden. Ich bin hier eigentlich, um mir die letzten Tage bis zum Bumm noch eine nette Zeit zu machen und nicht jetzt in Finanzamt Reinickendorf Steuern zu bezahlen. Das war Ziel der Übung. Dass ich das jetzt hier noch mit ein bisschen Propaganda verbinde, ist eigentlich pure Wichserei. Wenn mir das persönlich keinen Spaß machen würde, hätte da mich hier nie gesehen. Also ohne dass ich da Firmen hätte, würde ich es nicht machen. Nicht ein einziges dieser Videos. Also ich hätte mir dann auch keine GoPros gekauft und diesen ganzen Quatsch, dieses ganze komische YouTuber-Leben, was ich jetzt auf immer führe. Das hätte mir mal vor 3 Jahren einer sagen sollen, dass das mal stattfindet. Dem hätte ich einen Vogel gezeigt. Aber mit Sicherheit. Nun ist es halt so. Das sind Entwicklungen im Leben, die kann man manchmal ja nie vorhersehen. Entwicklung, ach, das ist ja auch noch so ein Wort, wo ich drüber referieren wollte. Aber wir machen hier erstmal einen Schnitt, weil sonst wird das sicherlich zu lang hier für den einen oder anderen. Von Recht machen. Haben wir ja sowieso auf jeden. Also scheißegal mir, was ihr denkt. Überhaupt und auch von mir. Tschüss.